تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا تخليني. Ich fand es sehr interessanter Vortrag. Ich habe halt Argumente gelernt halt für die Schia und wie man halt Dawa machen kann, auch für die Sunniten und sie ihnen helfen kann und dass man auch mit Respekt ihnen gegenübertreten soll. Also wir haben über verschiedene Themen geredet und über die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala und man hat sehr viele Informationen gewonnen und dafür danke ich euch. Barakallahu fikum. Ja, also er hat die Beziehung zum Schöpfer gut erklärt und Alhamdulillah auch sehr ausführlich und auch gute Beispiele genannt. Und ja, Alhamdulillah, ich fand es sehr gut. Das Abatulf-Team finde ich, wenn man zum Beispiel die Videos in YouTube sieht, zum Beispiel vor ein Jahr und jetzt vergleicht, sieht man, dass die Qualität ist besser geworden. Und einfach die Qualität von Abatulf wird immer besser, alles wird besser. Wir sind heute aus Hamburg hierher gereist in der Imam Sajjad Kulturzentrum. Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Die Veranstaltung hat sehr viel Spaß gemacht. Aus der Veranstaltung habe ich sehr vieles mitgenommen für mich selber. Für diejenigen, die nicht dabei waren, kann ich nur sagen, dass sie sich mit der Ahlul Bayt befassen sollen und vor allem mit der Liebe zu Ahlul Bayt. Es kamen viele Informationen zum Vorschein und das Thema war auch sehr interessant. Und besonders die Frage- und Antwortrunde, die letzten 20 Minuten, halt wegen der Erklärung, dass der Koran fehlerfrei sein muss, hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Das ist ein sehr gutes logisches Gegenargument. Dafür muss man nicht viel forschen, logisches Denken. Und einfach halt das Meisterschaftsgebiet war sehr schön, halt mal wie eine Familie halt, ne, auf jeden Fall, mal was anderes. Und ja, ich würde es halt jedem weiterempfehlen, halt bei so Veranstaltungen, egal wie weit, egal ob es Berlin ist oder sonst wo, dahin zu gehen, es lohnt sich. Und ja, auf jeden Fall halt Al-Batul auf jeden Fall finde ich auch sehr gut, sehr sympathisch und die sagen auch, finde ich, immer die Wahrheit. Ich habe auch schon viele Videos von Hamza persönlich angeguckt und das befriedigt mich halt mit einer innerlichen Zufriedenheit und es hilft mir auch mal. Und auch an den sunnitischen Brüdern würde ich halt empfehlen, sich halt die Videos anzuschauen und mal drüber nachzudenken halt, ne? Und an alle Nicht-Muslimen, wie Christen zum Beispiel oder Juden oder egal wer, halt auch die Videos anzugucken, zum Beispiel, wo die Fragen der Atheisten beantwortet werden. Gibt es ja auch da vier Videos. Da habe ich mir auch schon angeschaut. Und da sind halt viele Antworten auf die Fragen, wo ich halt auch selber viel rumgeforscht habe. Und auch
viele Christen geantwortet haben und auch deren Augen geöffnet worden sind. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, dass die Videos wirklich auch ziemlich, wie soll ich sagen, vom Sinn her sehr gut sind. أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخلي